Gut, meine Lieben, los geht's mit Stretching. Legt euch bitte auf den Rücken, entspannt euch. Fersen zum Popo anziehen, Arme ganz locker und wir gehen rechts, links und wir lockern ein bisschen das Kreuz aus. Einfach schön zur Seite, zur Seite, zur Seite. Kreuz aus. Noch 10. 9. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Das rechte Bein wieder hochheben zur Decke, greift den Oberschenkel, versucht das zweite Bein durchzustrecken am Boden und wir kreisen den Fußgelenk. Schön locker. Zehenspitzen. Wer die Zehenspitzen nicht greifen kann, nimm ein Handtuch. Leg einfach ein Handtuch drüber und versuch das Bein ein bisschen heranzuziehen. Alle anderen Zehenspitzen greifen. Versuch das Knie durchzustrecken. Ja? So weit es geht für dich durchstrecken. Jetzt greifen wir den Wadenmuskel, greifen und Kopf hoch, Versuch mit der Stirn das Knie zu berühren. 4, 3, 2, 1. Super. Beug bitte das Bein, leg es drauf auf den linken Oberschenkel. Und wir umarmen den linken Oberschenkel, ja, greif so mit den Armen hier unten beim Oberschenkel, mit der rechten Hand zwischen den Beinen, linke Hand um die Beine herum und Kopf hoch, Genau, Popo-Muskel-Stretch. Noch 4. Noch 3. 2. 1, sehr schön. Und wir wechseln. Linkes Bein am Boden ganz entspannt, rechtes Bein hoch, Oberschenkel greifen und kreisen im Fußgelenk kreisen. Schön locker. 4, 3, 2, 1. Wir greifen die Zehenspitzen und auch bei diesem Bein versuchen wir das Knie durchzustrecken. Genau. Und wer die Zehenspitzen nicht greifen kann, nimm ein Handtuch. Leg das Handtuch drüber über die Fußsohle. Jeder macht so, wie du es kannst. Genau. Noch 4. Noch 3. 2, 1. Wir greifen den Wadenmuskel. Und jetzt zieh den Kopf hoch zum Knie. Kopf hoch, Kopf hoch. Versuch so hoch wie möglich zu kommen. 4, 3, 2, 1. Wir beugen das Bein. Wir legen das Bein bitte auf den Oberschenkel drauf. Diesmal auf den rechten. Links ist oben, rechts ist unten. Wir greifen den rechten Oberschenkel. Linke Hand zwischen den Beinen, rechte Hand um den Oberschenkel herum und schön wieder Kopf hoch. Kopf hoch. Genau. Popo-Muskel-Stretch. Wenn das für irgendwen zu leicht ist, Gabi, ja, dann nimm dieses Bein in den Nacken. Ja, nimm es in den Nacken. Genau. Ja. Genau. 4. 3. 2. 1. Sehr schön. Super. Knie anziehen, ein bisschen schaukeln, auslockern das Kreuz, einfach rechts, links, locker, 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 locker.
4, noch 3, noch 2, 1. Wir setzen uns bitte auf. Ja? Und wir kommen jetzt mit einem Knie nach vorne, mit dem anderen Bein nach hinten strecken, so weit du kannst. So weit du kannst, nach hinten strecken das andere Bein. Und wir legen uns auf das gebeugte Knie vorne, legen wir uns drauf. Genau. Wieder Popo-Muskel-Stretch, Gesäß-Muskel-Stretch und auch seitlicher Oberschenkel. Genau. Verkürzt natürlich. Jetzt tun wir schön dehnen. Leg dich so richtig rein in den Muskel, dass du wirklich spürst, dass der Gesäßmuskel gedehnt wird, dass der seitliche Oberschenkel gedehnt wird. Ja? Versuch wirklich aus jeder Übung das Maximum rauszuholen. Genau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Wir kommen mit dem Oberkörper hoch. Ja? Popo ist auch in der Luft. Bitte nicht mehr sitzen unten. Wir beugen das hintere Bein. Wir greifen das hintere Bein und wir ziehen das hintere Bein wieder Popo schön, also Ferse schön zum Popo. Ferse zum Popo. Ich versuche hier meine Zehenspitzen zu greifen, dann habe ich noch einen größeren Hebel. Sechs, fünf, vier, drei,
2, 1. Bitte auslassen und jetzt vom vorderen Bein wieder, ja, so wie vorhin, ein bisschen diesen Winkel öffnen. Aufpassen, umso offener der Winkel, umso schwerer wird es. Ja? Also wenn du wirklich einen rechten Winkel hast, das ist dann ganz schön anspruchsvoll. Aber vielleicht kannst du es ja. Ja, vielleicht kannst du es ja, ja. Also ich versuche jetzt hier rechter Winkel und ich lege mich hier drauf. Oh! Herrlich. Willkommen im Sadomaso Club. Ja, das tut jetzt schon ganz schön weh. Komme ich mit der Stirn gar nicht am Boden runter. Das zieht, meine Lieben. Es muss ja ziehen. Es muss ja ein bisschen ziehen. Sonst spürst du ja nichts. Also dann ist das Stretching sinnlos, wenn du nichts spürst. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ja, wir kommen wieder ein bisschen hoch. Ja. Und jetzt versuchen wir, Leute, mit der gegenüberliegenden Hand. Ja, bei mir ist jetzt das linke Bein hinten. Das heißt, ich greife jetzt mit der rechten Hand und ziehe mit der rechten Hand die Zehenspitzen oder das Fußgelenk zum Popo. Genau. Das vordere Bein in der Luft strecken. Schaut es einmal kurz her. Das vordere Bein in der Luft strecken. Schafft ihr das? Schafft jeder, oder? Jeder. Zauberei, oder? 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Leute, Oberkörper hoch. Ja? Wir drücken jetzt ein bisschen das Knie nach vorne. Wir drücken das Knie nach vorne. Knie nach vorne, Knie nach vorne, Knie nach vorne. Ja, schön nach vorne drücken, nach vorne drücken, nach vorne drücken. Ich drehe mich nur um, dass ihr es besser seht. Und jetzt wollen wir natürlich den Hüftbeuger, den wollen wir jetzt hier dehnen, hier diesen Hüftbeuger. Schön nach vorne. Schön nach vorne. Genau. Ja, genau. Schön öffnen, öffnen. Genau, schöne Hüftöffnung. Noch 4, 3, 2, 1.
1 und wir setzen uns hinten auf das Knie drauf. Wir greifen wieder die Zehenspitzen. Wenn du es nicht schaffst, dann ein Handtuch nehmen. Und schön nach vorne kommen mit dem Vorkörper. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir kommen bitte noch einmal nach vorne. Jetzt bitte schön aufrechter Oberkörper. Aufrechter Oberkörper. Arme hoch und wir lehnen uns nach hinten. Versuch dich bitte vorsichtig nach hinten zu lehnen. Wer kann, berührt mit den Händen hinten das hintere Bein. Ja? Kann jeder, oder? Ja, genau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Gib die Hände jetzt bitte neben deinem vorderen Bein und heb das hintere Knie hoch. Und wir strecken jetzt beide Beine durch. Beide Zehenspitzen schauen gerade nach vorne. Und wir strecken beide Knie durch. Das vordere Knie ist gestreckt, das hintere Knie ist gestreckt. Beide Zehenspitzen schauen gerade nach vorne. Genau. 10, 9, 8, 7. Wer kann, ganze Handfläche am Boden. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Super. Komm runter. Setz dich hin. Entspann dich. Super. Sehr schön. Gut, wir fangen von vorne an. Nach hinten lehnen. Nach hinten lehnen. Vorder Oberschenkel. Und plötzlich merkst du, also ich zumindest, ich komme viel tiefer runter. Ja, ich komme viel tiefer runter zum zweiten Durchgang. Gut, ihr wart ja schon komplett unten. Dann, ja, tiefer als unten geht er nicht. Ja, ich glaube. Ja, super. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Komm wieder schön hoch. Ja, stütz dich wieder ab. Walk the dog. Rechts, links. Rechts, links. Das linke Bein nach vorne, setz hinten das Knie ab und schaut wieder her, meine linke Hand von innen nach außen, hier unter Oberschenkel, von innen nach außen. Die rechte Hand, Ellbogen am Boden, Stirn tief. Komm runter, so tief du kannst. Genau. Komm runter, so tief. Und wenn das wieder zu leicht ist, streck das vordere Bein in der Luft durch. Gabi! Ja! Gabi Sonnberger kann das. Yeah! Super! 4, 3, 2, 1. Super! Weiter, komm bitte schön hoch. Und jetzt drücken wir wieder das Knie nach vorne. Wir drücken das Knie nach vorne, ich drehe mich wieder schnell um. Ja, es geht wieder um den Hüftbeuger, diesmal um den rechten Hüftbeuger. Nach vor. Nach vor. Schön öffnen, öffnen, öffnen hier die Hüfte. Drück nach vor. Becken nach vor. Schön nach vorne. Genau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir setzen uns hinten drauf und wir strecken vorne das Bein durch. Wer kann, greift die Zehenspitzen und kommt schön runter.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Leute, wir kommen einmal noch nach vorne mit dem Becken. Drücken die Hüfte weit nach vorne, heben die Arme hoch und lehnen uns nach hinten. Lehn dich nach hinten, so weit du kannst. Genau. Lehn dich nach hinten, so weit du kannst. Aber drück das Becken vor, das ist wichtig. Ja? Drück das Becken vor. Ja, auch der Blick natürlich. Alles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Gib die Hände wieder neben die Zehenspitzen vom vorderen Bein. Heb hinten das Knie hoch und jetzt bitte beide Zehenspitzen schauen gerade nach vorne. Ja? Stell dich gerade hin und jetzt versuchen wir das vordere Bein durchzustrecken. Ja? Das hintere natürlich auch. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, die Ferse vom hinteren Bein ist auch am Boden. Zehenspitzen schauen nach vorne, aber auch die Ferse ist am Boden. Ich weiß, das zieht im Wadenmuskel, macht aber nichts. Kürzung, Kürzung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, dreh dich bitte zur Mitte. Die Beine vorsichtig auseinander. Wer kann Stirn tief, wer kann Arme hoch. Zwischen den Beinen und setzen sich sanft hin. Sanft hinsetzen. Die anderen kommen runter, wie es passt. Ja, einfach fallen lassen. Richtig, genau. Blums. Elefanten hier. Sehr schön. Okay, Leute, Fußsohlen zusammen. Tun wir noch ein bisschen die Hüfte öffnen. Wir sind eh gleich fertig. Wir haben es gleich geschafft. Bisschen noch die Hüfte öffnen. Locker, 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 locker. Weil durch diese ganzen Bauchübungen natürlich, das zieht dann da ordentlich und so ist alles schön auslockern. 4, 3, 2, 1. Greif deine Zehenspitzen, komm mit der Stirn tief. Schau mal, ob du runterkommen kannst. Zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Die Knie ein bisschen auseinander, die Fußsohlen ein bisschen auseinander. Stütz dich hinten ab und auflockern jetzt bitte noch zum Schluss. Schön auflockern, auflockern, auflockern. Ja, genau. Schau, dass deine Hände hinten am Boden bleiben. Die Hüfte schön locker, 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 locker. Genau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr brav, meine Liebe. Ja? Ist zwar der Tino nicht dabei, aber wir machen diesen Zaubertrick trotzdem, oder? Oder? Ja, machen wir sicher, oder? Schneidersitz, ja, mit Schwung nach vorne kommen, nach hinten die Zehenspitzen, hopp, und aufstehen, oder? Okay, das müssen wir noch üben. Das müssen wir noch üben. So, Leute, für die Schulter noch zum Schluss ein bisschen was zur Entspannung für die Schulter, ja. Ziehe mal bitte deine Schultern so hoch du kannst, hier, seitlich. Und jetzt öffne nach hinten so weit du kannst mit den Armen. Und dann geh nach unten so weit du kannst, nach hinten hoch. Ja, hinten hoch. Aber versuch nicht zu weit nach vorne zu kommen, sondern bleib eher aufrecht. Ja.
Genau, Rotation. Nach hinten, soweit du kannst. Und dann schön nach unten, soweit du kannst. Nach hinten, soweit du kannst. Und nach unten. Sollte es knacken in der Schulter, Leute, überhaupt kein Problem. Das löst die Verspannung. Genau. Noch 4, 3, 2, 1. Und jetzt mit den Händen hinterm Kopf, die Finger ineinander, hinterm Kopf. Und jetzt rollen wir uns noch zusammen. Wir berühren die Knie. Wir kommen hoch. Machen ein Hohlkreuz mit Absicht und öffnen die Ellbogen, lehnen uns nach hinten. Wir kommen zusammen, wir berühren die Knie, Brustkorb öffnen, Schultern öffnen, lehn dich nach hinten. Genau. Machen wir das noch zwei, drei Mal. Rund. Hoch, öffnen, öffnen, Maximum. Boah. Aber nicht umfallen, ja? Vorletztes Mal. Schön öffnen, 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 öffnen. Lehn dich nach hinten. Bravo. Und einmal noch. Runter. Hoch. Öffnen. Oh, wer kann, streckt die Arme sogar nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Oh. Und auslockern. Sehr schön. Atme ein. Atme aus. Beine schließen. Streck dich durch. Und aus. Sehr brav, super cool gemacht.